20 Jahre Arbeitskreis Leben nach Tschernobyl der evangelischen Kirchengemeinde Langgöns. Anlässlich des Jubiläums war eine 10-köpfige Delegation aus Borispol in der Ukraine, dem Stützpunkt der humanitären Hilfe aus Langgöns, angereist. Vor 20 Jahren, am 19. Oktober 1990, haben wir hier in der evangelischen Kirchengemeinde Langgöns nach einer Rückkehr, einer Begegnungsreise gesagt, wir wollen einen Arbeitskreis gründen, der sich um zwei Dinge kümmert. A, humanitäre Hilfe zur Selbsthilfe zu organisieren für die Menschen, die uns begegnet waren in der Ukraine, und gleichzeitig uns einzusetzen für eine Welt ohne Atom. Konkret auf die Gefahren der Atomenergie hinzuweisen, die wir ja in der Ukraine hautnah gespürt haben. Was so dann aus dem 20-jährigen Engagement erwachsen ist, bringt Pfarrer Eberhard Klein auf den folgenden Nenner. Wenn ein Bürger aus Langgöns einen Bürger in Borispol trifft und sich vorstellt und sagt, woher er oder sie kommt, Langgöns ist ein Begriff, ein Inbegriff für humanitäre Fürsorge und für eine ziemlich spannende Volksdiplomatie vergangener Jahre und in der aktuellen Zeit auch. Und was die Zukunft des Arbeitskreises angeht? Hilfe zur Selbsthilfe heißt ja auch, dass die Partner vor Ort dann bestimmte Dinge übernehmen. Ein Beispiel, als uns deutlich wurde, dass die Arbeit für einen Kindergarten gut zu Ende gehen darf, weil wir Unterstützung in der Ukraine und anderswo gefunden haben, haben wir das aus den Händen gegeben und der Kindergarten läuft heute wunderbar. Ihre Glückwünsche in der Form von hochkarätiger Unterhaltung übermittelten die diesmal 2 anstatt 3 Stimmen Ingi Fett und Heinz-Jörg Ebert, weil ihr dritter Mann, Tom Pfeiffer, an diesem Abend leider verhindert war.